Cottbus, April 2006. Der deutsch-polnische Verein veranstaltete ein Treffen zweier Nationalitäten. Im Projekt Geschichte und Gegenwart beschäftigten sich deutsche und polnische Jugendliche mit der Geschichte der beiden Partnerstädte Cottbus und Zielona Góra. Sie untersuchten anhand beispielhafter Gebäude und historischer Orte die Vergangenheit der Städte und die Lebensgeschichten ihrer Bewohner. Pünktlich um 10 Uhr kam der Bus vor der Jugendherberge am Klosterplatz an. Nachdem das Gepäck entladen war, fand man auch einige Zeit, sich gegenseitig zu begrüßen. Hierzu fand sich auch Matthias Mitschellig, Vorstandsvorsitzender des deutsch-polnischen Vereins, ein. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Projekt Vergangenheit und Gegenwart hier in Cottbus. Ihr habt schon eine interessante Woche im Februar in Zielona Góra verbracht. Ihr hattet Gelegenheit, euch schon kennenzulernen. Und ihr hattet Gelegenheit, die Stadt Zielona Góra und ihre Geschichte kennenzulernen. Ich hoffe, dass das insgesamt eine sehr gute Maßnahme wird, die Regionalgesellschaft und unser deutsch-polnischer Verein gemeinsam gestalten können. Anschließend erkundeten die Jugendlichen ihr neues Domizil für die nächste Woche. Im Seminarraum wurden die Jugendlichen detailliert in das Projekt eingeführt, wobei es sich Katja und Janine nicht nehmen ließen, das Videoprojekt vorzustellen. Benehmt euch und achtet auch aufeinander. Das ist mir ganz wichtig. Janine und ich, wir waren in Potsdam zu einer Begegnung, wo wir dann halt das Projekt Seltensprünge mehr kennenlernen durften und haben uns da halt mehr Workshops angeguckt. Gruppen wurden gebildet und Willkommensgeschenke verteilt. Der Cottbuser Postkutscher führte in historischer Kleidung durch die Cottbuser Stadtgeschichte. Das ist ein schlechtes Motiv. Denn wir sind die östlichste Großstadt von Deutschland. Die östlichste Großstadt. Und wir sind die einzigste Großstadt in Deutschland mit einem Krebs im Stadtwappen, mit einem amtlichen, doppelsprachigen Namen. Die heißen also Cottbus und Koschebus. Das Stadtoriginal wurde als Motiv für Postkarten in der Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Im Gegensatz zu der Armen-Leute-Kirche, diese wendische Kirche, war das die Kirche der Reichen, der Handwerker, der Gewerbetreibenden und der Adligen. Die hat den Namen Oberkirche. Mehrere Male abgebrannt, eingerissen worden, letztmalig aber zu 80% zerstört gewesen am 22. April 1945. Bei der Führung zeigte er nicht nur historische Orte, sondern regelte auch routiniert den Verkehr. Wir stehen hier an dieser Stelle, wenn man so will, im Mittelpunkt der Stadt Cottbus, der Altstadt Cottbus. Und wir gehen jetzt mal bitte in die wendische Kirche. Bis zu diesem Doppelgurtbogen ist das der alte Teil der Kirche. Und das ist später angebaut worden, 14. Jahrhundert bis 18. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis Donnerstag. Tschüss. In der zukunftsträchtigen Atmosphäre des Bowlingcenters am Ostrower Platz wurden beim gemeinsamen Wettstreit alte Freundschaften gefestigt und neue hinzugewonnen. Der nächste Tag war geprägt von einem Besuch im IKMZ Cottbus, dessen postmoderne Fassade einige zum Staunen brachte. Seine vielfältige Aufgabe wurde den Jugendlichen von Herrn Bogusław Malis nähergebracht. Also im Namen der Leitung wollte ich alle herzlich begrüßen im Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der BTU Cottbus. Wir wollen euch jetzt zeigen, wie ein modernes Zentrum, was aus Bibliothek
aus Multimedia-Zentrum und aus einem Rechenzentrum besteht, wie das aussieht, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert. Im Multimedia-Zentrum erfuhr man Wissenswertes über die Erstellung von Computeranimationen. Anschließend konnten die Jugendlichen durch die Einbeziehung neuer Medien ihre Recherchearbeiten weiterführen. Nach einem ausführlichen Mittagessen in der BTU-Mensa konnte es dann auch frisch gestärkt weitergehen. Und zwar im Glätthaus, wo die verschiedenen Exponate erstellt wurden. Dort beschäftigte man sich in den verschiedenen Gruppen unter anderem mit dem Cottbuser Stadtwappen, dem IKMZ, dem Weltspiegel und dem Pranitzer Park. Fürst Pückler, der Schöpfer des Pranitzer Parks, ist wohl jedem Einheimischen bekannt. Doch wer war diese Person wirklich? Erst etwas zur Person des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau. Fürst Pückler war in Deutschland im 19. Jahrhundert eine besondere Person. Er war Schriftsteller, er war Weltenbummler, er war Parkschöpfer, er war Frauenheld und er war ein Zyniker. Das ist ein Baumverpflanzwagen. Aha. Die Räder waren 2 Meter groß, also Durchmesser. Der Stamm war 10 Meter lang und damit hat der Pückler Bäume ausgegraben, transportiert, dann wieder aufgestellt mit diesem Wagen und eingepflanzt. Hier sehen Sie einen Baumtransport. Mhm. Vorne die Pferde, hier hinten die Krone und da sitzen die Leute drauf und ziehen die Äste runter. Hier haben Sie 2 Bilder, Blick aus dem Schloss. Und da sehen Sie, wie klein die Bäume waren. Der Pückler konnte vom Schloss über den Park oder durch den Park zu der Pyramide gucken. Und Sie sehen im Hintergrund die Häuser, die Türme, die Schornsteine von Cottbus. Dieser Blick ist heute nicht mehr möglich. Cottbus liegt also da. So, wir gehen jetzt über die ägyptische Brücke mit den Sternen, mit den Davidsternen und gehen jetzt aus dem Park hinaus. Und das letzte Bild von dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit Pückler möchte ich Ihnen hier zeigen. Als er um seine Frau geworben hat, ist er in Berlin auf dem Kurfürstendamm mit einer Kutsche gefahren und vor dieser Kutsche waren 4 Hirsche. So, wir gehen jetzt durch den Park hindurch, dort ist der Ausgang. 11.54 Uhr fährt unser Bus. Am Nachmittag war es dann soweit und die Exponate wurden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, unter der sich auch die Oberbürgermeisterin Frau Karin Rätzel befand. Ihr wurde eine ganz besondere Ehre zuteil, als 3 Jugendliche einen Krebs in den polnischen und deutschen Nationalfarben sowie einen Blumenstrauß überreichten. Danach richtete der Vereinsvorsitzende noch ein paar Worte an die Schüler, bevor diese selbst zu Wort kamen. Ihr könnt jetzt zeigen, was ihr in den beiden Städten gesehen habt, was für euch die wichtigen Orte in diesen beiden Städten sind und was für junge Menschen hier besonders interessant ist. Biblioteka składa się z 7 pięter i także na każdym piętrze, każde piętrze jest także czytelnia, która jest w zależności od piętra 2 lub 3-poziomowa. I czytelnie wyglądają kolory szare. I film, ten film, gestern.
Und gleich werden Julia und Sandra ihr Arbeitsergebnis auch kurz besprechen. Sie präsentierten ihre Exponate und erläuterten einem interessierten Publikum die dahinterstehenden Ideen. Es ist zu spät. Gestern Abend hat sich alles geändert. I'm glad I stayed with you. Nichts ist, wie es war. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. Ich verschwinde. Hau einfach ab. Just keep me hanging on. Vater glaubt an die falschen Sachen, sagen die. Jetzt muss er das Land verlassen. Ich hasse ihn dafür. Just a perfect day. Forget myself. I saw I was someone that someone could. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Am Freitagmittag stand dann die zweite Stadtführung an, um auch die letzten Fragen bezüglich der Cottbuser Stadtgeschichte aus dem Weg zu räumen. So, meine Damen und Herren, liebe Jungs und Mädels, darf ich euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Steffen Christin, ich bin hier der Leiter des Cottbuser Stadtmuseums und ich will jetzt versuchen, mit euch so eine kleine Stunde, wird sicher eine Minute länger dauern, durch die Stadt zu wandern. Ich werde also auch nicht so sehr ins Detail gehen, was die Cottbuser Geschichte betrifft, weil ich habe ja gehört, eigentlich sind ja Ferien. Die Stadtmauer diente ja zur Verteidigung der Stadt, das heißt die Bürger, die in der Stadt wohnten, waren verpflichtet, ein Stück der Stadtmauer bei Gefahr oder bei Angriffen zu besetzen und zu verteidigen. Ja, ich denke, das reicht. Wir gehen einfach in Richtung Altmarkt jetzt hoch und bleiben nochmal auf dem Altmarkt am Brunnen stehen. '88 ist dieser Brunnen aufgebaut worden. Die Felder hier ringsrum zeigen Episoden aus der Stadtgeschichte. Noch am Marktplatz interessant ist, und wenn ihr heute nach der Führung noch Zeit habt und hier vielleicht ein Bier trinken geht, das sind vielleicht die vielen Häuser hier. Fassaden aus dem 17. Jahrhundert, wie zum Beispiel hier drüben diese Weiße oder hier diese beiden Eckhäuser. Im 19. Jahrhundert ist dann hier auf dem Schloss in den Gebäuden eine Fabrik eingerichtet worden. Eine Tuchfabrik. Und da die Stadt Cottbus ja über Jahrhunderte als eine Stadt für die Tuchproduktion bekannt geworden ist, sah das nicht immer so schön aus hier, sondern das, was wir jetzt hier sehen, diese Anlage und dieser Weg und dort hinten auf der anderen Seite der Wasserfall, das ist erst vor rund 100 Jahren von der Stadt und den Bürgern der Stadt erbaut worden.
Dabei gab es vieles zu entdecken, was den Beteiligten die Cottbuser Stadtgeschichte greifbarer und erfahrbarer machte. Neben dem Turm stand noch ein weiteres Bauwerk, die sogenannte Bastei. Das Lager für die Munition und die Waffen. Aber als man die nicht mehr brauchte, hat man da drin ein Bier gebraut. Dieser Turm ist also im 14. Jahrhundert gebaut worden und ist im 19. Jahrhundert komplett umgebaut worden, so wie er, in etwa so wie er jetzt aussieht. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Stunden oder Tage hier und vielleicht sehen wir uns ja morgen am Postkutscher. Alles endet, wie es begann. Der Samstag stand wieder einmal im Zeichen des Postkutschers, dessen Plastik an der Lindenpforte enthüllt wurde. Nachdem die letzten technischen Vorbereitungen getroffen waren, hatten sich auch bereits die Jugendlichen eingefunden, um von den Saspoer Musikanten musikalisch eingestimmt zu werden. Nach den einleitenden Worten überließ ein Vertreter der Post der Oberbürgermeisterin, Frau Karin Rätsel, das Rednerpult. Sehr verehrte Frau Rostorp, sehr verehrte Frau Rätsel, meine Damen und Herren. Mir geht es wahrscheinlich wie vielen, die die schöne Stadt Cottbus durch den berühmten Zungensprecher von dem putzenden Postkutscher schon aus den Kindertagen kennen. Und auch in Wirklichkeit, der Postkutscher kutschierte seit über 150 Jahren hoch auf dem gelben Wagen durch diese Stadt, denn bereits 1841 führten vier Wege durch Cottbus. Ich freue mich ganz besonders, dass er am heutigen Tag pünktlich zur 800-Jahr-Feier in Form dieser Bronzekultur hier am Rondell ein fester Bestandteil des Cottbuser Stadtbildes wird. So manch einer Besucher wird sich bei seinem Anblick sicherlich am berühmten Zungenbrecher versuchen, ich nicht, der ja drüben auch an der Rathauswand nachzulesen ist. Allen viel Vergnügen dabei. Dankeschön. Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, werte Gäste unserer Stadt, auch ich darf Sie ganz herzlich anlässlich dieses bedeutenden Ereignisses hier ganz herzlich begrüßen und freue mich vor allen Dingen, dass Sie so zahlreich unserer Einladung zur Einweihung dieses ja, besonderen Denkmals gefolgt sind. Und auch ich werde nicht versuchen, hier den Zungenbrecher abzustottern. Ich möchte aber mich ganz herzlich bei den Initiatoren bedanken, die diese Idee von 1939 aufgegriffen haben. Sicherlich wäre sie damals umgesetzt worden, hätte möglicherweise eine ganz andere Figur hier gestanden. Und so freue ich mich aber, ich kenne ja das Modell schon, das wird ja auch gleich sozusagen für die Öffentlichkeit sichtbar werden, eine verspielte Natur, eine verspielte Figur hier installiert hatten. Wir müssen uns jetzt noch eine ganz tolle Geschichte ausdenken, dass alle meinen, wenn sie ihn anfassen, dass es ihnen Glück für alle Ewigkeit bringt. Nun war es also soweit. Es hieß Abschied nehmen. Die letzten Stunden, die man gemeinsam verbringen konnte, wurden einerseits zum Fußballspielen, andererseits einfach nur zum Zusammensein und Reden genutzt. Denn als der Bus erst einmal da war, ging alles ganz schnell. Koffer wurden eingeladen, Taschen verstaut, Lieblingsplätze gesichert und Gefühle des Abschieds wurden ohne Erfolg verdrängt. Oh, schön, Timo. Ja, alle garen. Nee, maar ben dan is het. Gaat zo. Ja, ja.
A więc Kotgus było bardzo fajnie. Wspaniałe jedzenie, wspaniałe zakwaterowanie. Wspaniali kumple i koleżanki. W ogóle super, fajny, fajny program jest, wszystko fajnie. Opiekunowie zarypiści, się fajni bardzo. Powiedz coś jeszcze. Miasto Kotgus ogólnie bardzo śliczne, ratusz, cegiełka bardzo ładna. Dreptak też ładny, śliczny, fantastyczny. Fajne zakwaterowanie, pokoje bardzo wygodne, wszechstronne, łóżka fajne, u nas nie ma dwupiętrowych. No to dobra. Chciałem pozdrowić mamę, tatę. Ja też. Ja. Yes. Die Wasserschlacht. Die Disco. Ja. Ja. Beim Weltspiegel, wie das früher alles war und wie es jetzt heute ist und wie es aufgebaut wurde und was da drinnen gespielt wurde, zum Beispiel verbotene Filme und alles. Ja. Ja. You just keep me hanging on.